damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Crack Attack. Ich hatte sie in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich ja gerade momentan ein bisschen zeitlich durch den Wind bin oder ja, halt einfach Dinge in meinem Leben geschehen, die mir wichtiger sind als aufnehmen. Deswegen, ja, jetzt nichts Wildes, also eigentlich schon harmlos, aber ja, Formalkram halt, den man einfach erledigen muss und wo auch keiner auf einen wartet, insofern. Genau, also nichts Besonderes. Nur Sachen, die halt Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Und deswegen. Gut. Aber so ein kleines Ründchen Crack Attack schieben wir eben dazwischen, einfach damit es auch mit den Folgen weitergeht. Genau, und dann, wie gesagt, hoffen wir, dass es am Mittwoch mit Anno weitergeht. Das muss ich halt mal schauen. Also eigentlich soll es klappen. Aber das hängt natürlich auch ab, wie müde ich dann nach der Arbeit bin. Ob ich dann auch noch Muße habe, mich auf Anno zu stürzen. So. Gerade geht's ein bisschen mit Crackatackig. So, ist sehr gut für mein Stresslevel. Und meine Cholesterinwerte. Das ist auch ein guter Plan. Ja. Aber es ist ja chillig zur Entspannung. Und wie gesagt, wenn man es gerne macht, wenn man sich gerne diesen Stress gibt, dann ist es ja positiver Stress und der soll ja gut sein. Oder so ähnlich. Habe ich mir sagen lassen. Ich weiß es nicht. Bin kein Mediziner, habe auch keine Lust darauf, einer zu werden. Wobei ich mir manchmal denke, vielleicht wäre es gar nicht so blöd. So, ja, hier, darüber. So, ich verfalle wieder in Hektik, obwohl es noch gar nicht nötig ist. Aber ich finde immer, es ist eigentlich ganz gut, darauf vorbereitet zu sein, weil es wird dann doch immer recht schneller hektisch, als einem dann doch wieder lieb ist. So, ach ja, Crack Attack, ich werde dann gucken, dass ich natürlich den Link in der Beschreibung habe, falls ihr es selber spielen wollt. Das Spiel übrigens ist kostenlos, das ist so Open Source Freizeitprojekt von irgendjemand gewesen, der halt irgendwie Tetris Attack oder sowas geliebt hat. Ich weiß es nicht so genau, habe mich damit nicht wirklich auseinandergesetzt. Aber wie gesagt, das Spiel gibt es eigentlich kostenlos. Also wenn ihr sagt, boah, geil, ich hab Bock, wo kriege ich das her? Link ist in der Beschreibung. Ich bin gerade unaufmerksam. Link ist dann auf jeden Fall in der Beschreibung. Das heißt, ihr könnt es euch einfach selber runterladen und einfach wild durch die Gegend zocken. Und natürlich könnt ihr mir zeigen, dass ihr alle viel besser seid als ich und könnt meine persönlichen Highscores bieten. Und wie gesagt, wenn du wirklich richtig Bock hast und sagst, ey geil, ich will den weltweiten Score bieten. Ich glaube, der liegt gerade bei 43.000 Punkten. Dann könnt ihr gerne üben und das gerne machen. Also ich glaube, die Voraussetzung dafür, also das Ding lädt nicht automatisch irgendwie Punkte hoch oder so und traced die irgendwie, sondern die Voraussetzung dafür, dass der Score, glaube ich, übernommen wird, ist, dass man halt wirklich ein Video aufnimmt. In dem ganz klar und eindeutig nachvollziehbar ist, wie diese Punkte zustande gekommen sind. Screenshot allein reicht nicht, weil man kann einfach den Punktestand super einfach fälschen. Also da muss man einfach im Prinzip bloß eine Textdatei editieren und dann hat man den Punktestand gefälscht. Und wie gesagt, das wissen alle, die irgendwie ein bisschen mit Crack Attack zu tun haben. Ich habe das auch schon mal genutzt, um mal, wie gesagt, ich hatte ja mal 1400 Punkte, da war ich super stolz drauf. Und dann musste ich eine neue Installation durchführen und da hatte ich dann eben, ja, da war ich ein bisschen wehmütig, dass ich meinen geilen Punktestand verloren habe. Und insofern habe ich dann halt wirklich beschlossen, okay, ich editiere mir meine Score-Datei. Heute würde ich sowas nicht mehr machen, heute würde ich einfach sagen, okay, ist doch egal. Aber damals war ich halt, wie gesagt, da war ich so stolz drauf, weil ich es halt auch so lange gesuchtet habe, dass ich dann schon ein bisschen wehmütig war. Aber wie gesagt, ich meine, mein Punktestand ist trotzdem relativ lachhaft, wenn man sich jetzt halt überlegt, dass es wirklich Cracks gibt, die halt einfach sagen, okay, ich mache halt mal so ein paar zigtausend Punkte. Was soll's? Ich kann's doch. Genau. Ja. Dann sollte man hier vielleicht mal ein bisschen rüberfahren, dann könnte man hier den da mal machen. Und dann können wir hier mal vielleicht wieder ein paar Dinge freischalten und dann würde ich den mal runterziehen. So, und dann können wir das so machen. Und das wäre jetzt ein guter Plan gewesen. Okay, ich glaube, ich muss mal unten wieder ein bisschen aufräumen.
Einfach damit wir wieder ein bisschen Freiraum haben. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so gut gewesen. Da wäre was. So. Dann würde ich hier sagen, 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 hier, hier. So, und dann würde ich den da mal machen. Genau. Ach, so wäre vielleicht nicht schlecht. Genau, dann wenn wir den dann nochmal wegmachen. Und. Ah, verdammt. Okay, das war jetzt eine kurze Aktion. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal nochmal ein bisschen schneller. Ein bisschen weiter, nicht schneller. Ja, schneller wäre vielleicht auch. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Zack, zack, zack. Zack. Hier gibt es noch einen. Den können wir hier rüberschieben. Da können wir einen machen. Da können wir einen machen. Und dann wären wir eigentlich hier schon wieder. So, müssen wir wieder ein paar Dinger nachschieben. Können wir dich eigentlich auch hier runterziehen. Und dann will ich dich mal machen. Ich brauche einfach dich. Brauche ich dich. Brauche ich dich. Brauche ich dich. Brauche ich dich. Dich. Und dann bist du hier und hier. So und so. Und wie gesagt, also jetzt ist wieder total chillig eigentlich. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Gelegenheit, über Blödsinn zu reden. Wobei mir gerade überhaupt kein Blödsinn einfällt. Dann würde ich das doch mal so machen und so machen. Und dann machen wir hier, weil müssen wir jetzt genau zwei kriegen. Können wir den da runter machen und den da hin. Und dann können wir die zwei auch schon auflösen. Ich bereite gerade mal ein bisschen was vor, glaube ich. So, so. Und dann machen wir das doch mal so. So, wie gesagt, am Anfang will man ja diese Punkte haben. Weil am Anfang geht es ja noch relativ chillig. Gegen später wird es halt ein bisschen komplizierter. So, so, dann würde ich den da vielleicht mal hier runter machen. Kann man den weg und den weg? Genau, dann kannst du darüber und dann kann ich jetzt hier einfach wirklich sagen. Zack, zack. Ich würde gerne noch einen mitnehmen. Dann würde ich hier auch nochmal einen mitnehmen. Und dann würden wir hier den da vielleicht mal machen. Und dann lösen wir sie auf. So, ja, haben wir den, haben wir den. Zack, zack, okay. Und dann würde ich mal hier sagen, darüber, darüber und darüber. So, dann ist das hier, ist das da, ist das dort. Können wir die vielleicht hier noch ein bisschen runterschmeißen, dann können wir nämlich mit dem darüber. Na. Und dann haben wir da auch schon wieder eine kleine Auflösung. Und dann ist es hier schon wieder rum. Haben wir das hier. Können wir den dahin packen, können wir den dahin packen. Dann würde ich den da mal runterschmeißen. Das war jetzt fatal, das wollte ich nicht. Dann machen wir das halt so. Den können wir wegmachen. Können wir hier noch einen rüber zuppeln? Können wir dahin zuppeln? Und dann zuppeln wir den mal dahin. Ich sollte da unten wieder mal ein bisschen aufräumen. Weil es jetzt einfach wieder chaotischer wird. Weil sonst wird es wieder eine kurze Runde. Das wollen wir ja alle nicht. Also ihr vielleicht schon, aber ich nicht. Ich will ja auf Zeit kommen. Weil sonst muss ich ja 3, 4. Puh, das wollte ich auch nicht. Dann machen wir den nochmal weg. Dann machen wir den hier weg. Dann kann man jetzt hier hingehen, dann kann man da hingehen. So, kann man den noch wegmachen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So, machen wir das hier mal und dann machen wir so. Haben wir gerade ein bisschen Kratzen im Hals. Warum auch immer. Ja, ich bin gerade ein bisschen schnupfelig.
nicht wirklich krank, aber irgendwie schnupfelig. Da weiß ich allerdings noch nicht so genau warum. Ah, das würde ich jetzt eigentlich so machen wollen. So, zack. Und dann hier. So, dann kommt der darüber, kommt der dahin. Genau. Du weg, du weg, du weg. Du weg ist eine Stadt in, keine Ahnung wo. Ich glaube, Duweg ist eine Stadt. Kann das sein? Duweg klingelt irgendwie bei mir irgendwas. Hier sind wir, da sind die, da ist der. Dann würde ich das mal so sagen und so. Dann haben wir hier zumindest mal wieder irgendwie ein bisschen was wegbekommen. So, so, so. Du kannst weg. Dann würde ich dich mal dahin schmeißen, dich mal dahin schmeißen. Mal dahin schmeißen. Hier den da. Das ist jetzt natürlich fatal hier. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Du kannst. Ja, komm schon. Du weg und so. Wunderbar. Und den da, wunderbar. Das ist jetzt fast ein bisschen besser gelaufen. Okay. Wie gesagt, Panikmodus. Hier wieder, hier wieder, hier wieder. Den da weg. Den da weg. Dann würde ich den da mal darüber tun. Dann würde ich jetzt vielleicht mal darüber gehen. Ah, Panik, Panik, Panik. So, so. Ach, verdammt. Ja, das war jetzt auch nicht so dralle. Ich sehe nichts mehr. Ja, wie gesagt, das ist halt genau dieses. Man ist dann mal irgendwie in so einer Phase, wo man dann halt wirklich einfach nichts mehr sieht. Gut, noch eine dritte Folge, das sollte eigentlich klappen. Jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Das ist halt eben genau das, was ich meine mit Panikmodus. Da verfalle ich dann irgendwie in eine Betriebsblindheit. Ihr habt wahrscheinlich wieder 15 Dinge gesehen. Das ist übrigens ganz faszinierend. Also, wie gesagt, ich habe das dann teilweise auch mit meinen Brüdern gespielt und so. Und es ist echt faszinierend, wenn man dann selber nicht in diesem Ich muss jetzt was machen Modus ist, sondern einfach nur zuguckt. Dann sieht man die ganzen Teile und sagt: Da, 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 da. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist dann halt so. Genau. Also wie gesagt, ihr dürft es ja, ihr könnt es ja gerne selber spielen. Und mir zeigen, dass ihr das alles viel besser könnt und dass ich doch so ein Kacknoob bin. Und was soll ich und was ich mich so anstellen. Genau. Ja. Gut. Wie gesagt, also ich fand das Spiel eigentlich ziemlich cool. Ich finde es eigentlich immer noch ziemlich cool. Es ist halt sehr panisch. Und ich bin eigentlich nicht wirklich. Ich bin nicht wirklich in hektischen. Ich bin nicht wirklich gut in hektischen Spielen. Ich bin eher besser in etwas ruhigeren Spielen. Wie gesagt, Shooter, Quake habe ich früher ziemlich viel gezockt. Da war ich auch. Quake 1 war ich auch gar nicht so schlecht. Da war ich eigentlich ziemlich gut. Ich weiß noch, wie wir damals im Netzwerk immer die DM5 gespielt haben. Und ich hatte da einfach nur noch meine Route. Also quasi, das war halt wirklich, ich bin halt irgendwie einfach immer nur die gleiche Runde abgelaufen. Und wenn du immer die gleiche Runde abläufst, dann hat es im Endeffekt dazu geführt, dass wenn du richtig angefangen hast und alles, was in deinem Weg war, weggebratzelt hast, du irgendwann mal an diesen ganzen Power-Ups immer genau dann vorbeikommst, wenn sie gerade respawnen. Und wie gesagt, diesen Rhythmus musste man dann halt finden. Und dann konnte man wirklich einfach durchlaufen und jeden Gegner, der versucht, einen irgendwie wegzubratzeln, selber wegbratzeln. Ich meine, klar, manchmal spawnen halt Gegner da in der Nähe von diesen Power-Ups. Quake, ja, Quake. Wir waren nicht bei Doom. Quake.
Genau, irgendwann spawnen halt die Gegner immer bei diesen Power-Ups. Oh ja, hier weg, darüber, dann machen wir den mal auf. Und dann kriegen sie halt eins oder zwei, aber du bist halt trotzdem so mit den Power-Ups vollgestopft, dass sie halt trotzdem keine Chance haben. Ich meine, dann geht halt deine 200er Rüstung ein bisschen runter, aber das ist ja dann auch halb so wild. So, den würde ich ganz gerne wegmachen. Dann machen wir vielleicht den da mal weg, dann machen wir den da mal weg. So, dann machen wir den da mal weg und dann können wir den hier wegmachen. Genau. So, und dann haben wir den da weg. Das ist auch nicht schlecht. Dann machen wir das vielleicht mal so. Genau. Dann kriegen wir hier nämlich wieder Boni. Das heißt Punkte. Super. Super. Das bedeutet aber auch Kacke am Dampfen. Im Mondlicht. Kacke im Mondlicht am Dampfen. So, ja, machen wir hier den da mal weg. Machen wir den da mal dahin, dahin. Das ist jetzt doof gewesen. Die Aktion war gerade echt super dämlich. Weil das war jetzt eigentlich prädestiniert für alles in Ordnung. Aber ja. So, wir sind bei 16 Minuten. Vielleicht machen wir noch eine, hä? Eine machen wir noch. Und dann lassen wir diese Folge auch schon wieder gut sein. Dann lassen wir diese Folge, dieses kleine Intermezzo auch schon wieder gut sein für heute. Das war doof. Ja, wie gesagt, ich habe dann halt manchmal in diesen Panikmomenten so ein bisschen Koordinationsstörungen. Aber es deckt sich einfach mit dem, was meine Erfahrung zum Leben ist, dass Panik ein schlechter Ratgeber ist. Üblicherweise. Deswegen bringt es einfach nichts. Alles, was man immer nur versuchen kann, ist, wenn die Welt um einen in Flammen steht und alle meinen, sie in Panik verfallen zu müssen, dass man für sich selber sagt, stopp. Und erstmal probiert, etwas Ruhe reinzubringen. Das fällt einem manchmal ganz schwer, aber im Endeffekt ist es wirklich effektiver und produktiver zu sagen, ich bringe jetzt Ruhe für mich rein, damit ich dann die Dinge, die ich erledigen muss, in Panik in Ruhe erledigen kann. Es klappt jetzt hier für mich natürlich mäßig in diesem Spiel, aber so sonst so im Leben klappt es eigentlich meistens ziemlich gut und man ist dann auch meistens, wenn man Dinge in Ruhe erledigt, schneller, als wenn man sie in Hektik oder Eile oder Panik erledigt. Dann passieren nämlich auch nicht so viele Flüchtigkeitsfehler. Und das führt im Endeffekt dazu, dass man weniger nachbessern muss und dann halt doch schneller ist. Auch wenn man vielleicht für das Erledigen, also für das grobe Erledigen der Aufgabe, doch ein bisschen länger braucht. Aber insgesamt macht man halt weniger Fehler und ist dann doch in der Summe schneller. Natürlich, wie gesagt, es gibt immer für alles irgendwelche Überflieger und Cracks, die alles viel besser und schneller können. Es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Weisheit des Lebens, das muss man einfach akzeptieren. Oder halt wirklich sich dermaßen reinhängen und nichts anderes machen, dass man eine Sache halt wirklich professionell macht. Aber ja. Da muss man dann schon die spezielle Leidenschaft für haben und sich überlegen, was man möchte. Wie gesagt, man kann aus allem eine Wissenschaft machen, man kann aus allem einen Wettbewerb machen. Die Frage ist halt, möchte man das? Manche wollen das, manche wollen Experten in irgendwas sein. Das ist dann auch nicht schlimm, das ist dann auch okay. Es ist bloß eine Frage, wie man eben damit umgeht. So. Aber zocken ist halt hier jetzt so ein Ding, das macht man halt aus Leidenschaft, weil es halt Spaß macht, zum Zeitvertreib, zur Entspannung, zu was auch immer. Und da muss man sich wirklich nicht stressen. Und da macht man halt mal ein paar Fehler und ein paar Dinge, die halt nicht ganz so geschickt sind und nicht ganz so optimal und so. Aber es geht eben um die Laune, um die Freude am Spiel. Und ja, wie gesagt, dann bringt man halt einfach ein bisschen Ruhe rein. Und wie gesagt, meine persönliche Erfahrung ist im Beruf einfach das Gleiche. Ruhe reinbringen.
ist meistens viel hilfreicher und dann ist man auch meistens viel produktiver, als wenn man sich von diesen externen Umständen so dermaßen stressen lässt. So. Ja. Ich sehe schon wieder, dass ich nichts mehr sehe. Das ist gerade sehr optimal. So. Dann würde ich dich mal hier runterschmeißen und dann haben wir hier zumindest einen aufgerissen. Und dann haben wir hier einen und dann würde ich den da mal wegmachen und den da mal wegmachen und dann können wir hier vielleicht mal hin und den wegmachen. Ach, komm eben. So, machen wir das mal so. Machen wir das mal so, machen wir das mal so, machen wir das mal so, machen wir hier den mal, machen wir hier den mal wieder weg. Und so, und jetzt haben wir nämlich hier wieder irgendwas, was wir auflösen können. Das ist gut. So, da war ich jetzt kurz wieder ein bisschen in dem Moment, wo ich nichts mehr gesehen habe. Das ist halt immer so ein bisschen kritisch bei mir, bei diesem Spiel. Ich neige da ein bisschen zu, gerade wenn es hektisch wird. Wie gesagt, also da muss ich echt dran arbeiten, hier für mich so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Einfach weil es dann doch ergiebiger ist, wenn man sich die Zeit nimmt und sich die Ruhe gibt. Wenn man dann eben halt doch an den Punkt kommt, dass man eher Sachen auflösen kann. So, du kannst hier weg, dann kannst du hier weg, kann ich hier runter, genau, und dann kann ich den nämlich wieder auflösen. So. Den da würde ich auch gerne auflösen. Hier sind wir hier, da sind wir da, da sind wir da. Da sind wir da, 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 da sind wir da. Dann machen wir den da mal weg, dann machen wir den da mal weg, dann machen wir den da mal weg und dann machen wir den da. So, super. Und dann würde ich nämlich den ganz gerne hier mal nehmen und sagen so. Und dann sagen wir hier mal so. Und dann schieben wir den da mal hier hoch und dann machen wir das so und dann machen wir das so. Wunderbar. Und dann können wir den da hier auch wegmachen. Dann machen wir den da mal darüber. Machen wir den hier hin. Machen wir den da mal hin. Machen wir den. Ah, nicht schlecht. So rum. Genau. So, dann machen wir das so. Kann man den. Ah, das ist genau das, was ich eigentlich super mag. So. Weg mit dir. Komm. Ach ja. Ach ja, okay. Das war jetzt wirklich wieder so eine Phase, wo ich wieder nichts gesehen habe, was ich hätte jetzt noch machen können. Ja, gut. Das war Crack Attack, die zweite Runde. Die zweite Aufnahmesitzung. Ne, nicht die zweite Aufnahmesitzung, sondern die zweite. Ja. Die zweite Folge. Wenn ihr mehr von so Versagen von mir sehen wollt, dann können wir das ja ab und zu mal öfters machen. So immer mal wieder was zwischen reinschieben. Wie gesagt, das versuche ich ja immer mit diesen sonntaglichen Demos. Das hat ja letztens jetzt nicht geklappt, weil wie gesagt, Dinge passiert sind, die ich halt regeln musste. Wie gesagt, nichts Dramatisches, aber man muss halt manchmal ein paar Sachen machen. Und ich deswegen wenig Zeit hatte, Anno weiter zu spielen. Beziehungsweise dann auch wenig Muße, als ich dann mal wieder Zeit hatte. Insofern habe ich halt jetzt zwei so Crack Attack dazwischen geschoben. Wie gesagt, ich finde es immer mal wieder sympathisch, gerade wenn man so ein langes Spiel hat wie Anno, dass man mal immer wieder so ein bisschen was zwischenschiebt, um ja, um das Langwierige aufzulockern. Ich kann absolut verstehen, dass keiner Bock hat oder dass nicht jeder Bock hat, wirklich 100 Folgen Anno zu verfolgen. Und ich fürchte fast, wenn es so ungefähr läuft wie. Was war das? Dungeon Keeper. Dann kommen halt 150 Folgen raus. Und 150 Folgen sind halt, wenn man das grob überschlägt, mehr als ein Dreivierteljahr. Knapp ein halbes. Nicht ganz ein halbes, aber knapp. Fehlen nur noch 65 Tage zum halben. Ah, gut, fehlen noch 32 Tage zum halben Jahr, 33. Insofern. 183 Tage, ja genau, das wäre ein halbes Jahr. 182, 183. Ja, wie gesagt, also wenn ihr Bock drauf habt, dass man immer wieder, wie gesagt, ich versuche das ja mit diesen Demos, aber wenn ihr Bock drauf habt, dass ich immer mal wieder so Kleinigkeiten, so wie hier, ja, so was Kleines halt,
immer mal wieder zwischenschieben, um es ein bisschen aufzulockern, dann könnt ihr das gerne sagen. Dann versuche ich das irgendwie einzupflegen. Dann versuche ich halt nicht nur donnerstags irgendwie, ja, donnerstags, sonntags irgendwie was Kleines einzuschieben, sondern vielleicht auch noch mittwochs. Müsste ich dann halt mal gucken. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz sympathisch, wenn man die ganzen Sachen ein bisschen auflockert mit halt so kleinen Dingen zwischendurch. Vielleicht ein Shooter, vielleicht so ein Geschicklichkeitsspiel wie hier. Irgendwie sowas. Ich glaube, das wäre nicht unsympathisch. In diesem Sinne auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen und Wünsche habt, gerne in die Kommentare. Ich denke, wie gesagt, also ich mache das halt privat, ich mache das aus Jux und Dollerei, ich mache das halt aus guter Laune. Ich mache das auch so ein bisschen deswegen, um mich selber zu zwingen, diesen Wust an ungespielten Spielen, den ich habe, endlich mal abzuarbeiten. Und ich halt festgestellt habe, dass dieses täglich eine Folge mich halt motiviert, dran zu bleiben. Was ich ja zum Beispiel bei Anno irgendwann mal privat dann halt gelassen habe, weil halt eben, wie gesagt, wieder Dinge passiert sind und ich dann wenig bemust war. Und ja, wie gesagt, dieser latente externe Druck, der hilft da schon ein bisschen. Manchmal ist das ganz okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Anregungen habt, dann gerne in die Kommentare. Da versuche ich dann gerne drauf einzugehen, aber eben, ich verspreche nichts. Ich mache im Endeffekt das, worauf ich Lust habe, weil wie gesagt, es ist ein Hobby, es macht Spaß, es macht Laune. Aber ich habe auch nicht vor, mich da massiv unter Druck zu setzen, um jetzt viele Abonnenten zu bekommen oder um tonnenweise Views zu generieren, sondern ich mache das halt einfach so für mich. Wenn es jemand interessiert und der das sehen will, gerne, dann freue ich mich. Ich freue mich über Anregungen, ich freue mich über Dinge, die man besser machen könnte. Ich weiß, Ton könnte ich besser machen. Aber wie gesagt, es ist halt ein Hobby und da bin ich dann halt auch wenig bemüßigt, übermäßig Geld zu versenken. Ganz ehrlich. Also, wie gesagt, wenn jemand Tipps für mich hat, wie ich einen guten Tonfilter kriege, softwaretechnisch, auf Linux dann gerne. Ansonsten tue ich dann vielleicht halt mal, wenn es mir reinläuft, vielleicht mal ein vernünftiges Mikrofon kaufen oder einen neuen Rechner mit einer vernünftigen Soundkarte oder sowas. Aber ja. Wie gesagt, ich mache mir da keine Hektik, ich mache mir da keinen Stress. Es ist und bleibt ein kleines Hobby. Und wenn ihr Freude dran habt, dann gerne. Ansonsten Cheerio mit O und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich, wenn ihr mir öfters und häufiger und immer mal wieder weitere Aufmerksamkeit schenkt. In diesem Sinne, ciao mit V und Gruß an die Frau oder so.